So, servus, grüß euch, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der Sturm Graz Karriere. Ja, leider ist es ja gestern wieder zu einer bitteren Niederlage im Stadion gekommen gegen den WRC. Leider Wappler-Truppen der WRC, aber naja, wir stellen uns gerade nicht ganz gut an. Deswegen ist wieder mal Zeit für eine Sturm Graz Karriere. Und wir könnten da Koch nicht ersetzen, aber wir setzen da Brosenik und statt Teniala kommt eigentlich Eze zum Einsatz. Probieren wir eine kleine Systemumstellung. Röcher spielt mit, Mohamed, Kadiri, wie wir Fünfer-Abwehr hätten. Ja, das ist es natürlich sehr fein. Und ja, traurig aber war, Sturm hat nicht wirklich im realen Leben irgendwie Akzente setzen können. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Sturm Graz Let's Play im Spitzenspiel gegen Altach. Es wird eine feine Sache und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, da schauen wir mal rein. Dann geht's los hier gegen SCR Altach und da werden wir hoffentlich Punkte machen. Ich stelle das einmal vorhin leiser, sonst hört man das in die Boxen auch noch im Mikro und das ist nicht gut, wenn man es doppelt hört. Zech, SCR Altach ist drauf und dran, uns den Tabellenplatz abzuknüpfen, aber da gibt es jetzt mal einen Einwurf von Christian Dobras. Schön. Der Pass geht durch. Husbeck. Schön gespielt, aber der Ball kommt nicht an. Eze spielt wie immer auf den Außen. Ah, nicht ganz, das war nicht Eze, ich glaube das war Kadiri. Beziehungsweise Bolingoli. Röcher. Eieiei. Und Luxe hält den Ball souverän. Ja, damit geht es weiter für Altach auf das Tor von Sturm Graz. Wir sind das treffsicherste Team in der Liga. So treffsicher waren wir gestern ja leider nicht. Schade um die Niederlage. Koch. Schade, dass es eine Niederlage geworden ist und das gegen den WRC. Sehr peinlich. Die haben 18 Auswärtsspiele, glaube ich, verloren. Sehr traurig. Schul. Es fallen natürlich einige Akteure, aber das ist natürlich Chaos, Red. So, Husbeck. Und das war sicherlich einmal sehr schön zusammengespielt. Thorsten Röcher mit der Führung für den SK Sturm. Und es ist sehr schön, ein Tor zu sehen. Es ist sehr schön, ein Tor zu sehen. Obwohl es nur ein Spiel ist. Aber wenn der SK Sturm ein Tor schießt, wärmt es natürlich mein Herz. Was willst du mehr? Die WRCler haben einfach nur Glück gehabt. Die waren ja auch Furz. Bis auf den Aschimero, genau. Aschimero von Red Bull Salzburg geliehen. Ja, die WRCler kennen ja nur das einzige als Red Bull Salzburg-Spieler auszuleihen. Was Besseres fällt ihnen eh nicht ein. Und Scholzengeier muss natürlich schöne Einladung schicken an Aschimero, die haben sie sicherlich noch am Bierli was gegönnt. Eze und unser Daniela natürlich Lüftel. Und ganz ehrlich, ich mag den Vogel nicht. Ich mag den Trainer ganz und gar nicht. Ist meine ehrliche Meinung jetzt. Man muss es nicht vertreten. Ich respektiere jeden seine Meinung. Und ja. Vielleicht ist es der falsche Trainer, man weiß es nicht. Die Spieler kommen nicht aus den Startlöchern, sondern im Winterschlaf. Und ja, wie ist eure Meinung dazu? Das wäre mal eine optimale Frage. Kadiri. Schön von Kadiri. Der von der Austria gekommen ist, wo die Austria gestern auch gegen Glask Linz verloren hat. Schul. Oh, da wird er ordentlich abgedrängt. Und Luxe, ganz sicher. Ja, gestern haben halt alle Auswärtsmannschaften gewonnen. Ah, was Neues, haben wir noch nie gesehen. Tja.
Was will man denn mehr? Schade. Schade vor allem, weil Sturm gestern sie aufgeführt hat wie eine Amateurmannschaft, nur dass eine Amateurmannschaft sogar besser gespielt hat. Vor allem die Fehlpässe von Dzeko, von Siebenhandel, die waren richtig brutal. Bolingoli jetzt einmal am Ball. Schön, Husbeck. Ist aber keine Anspielstation da, doch. Schul. Und Schul, Schul, sorry. Etze. Schön, vielleicht geht es ein bisschen schneller. Eieiei. bisschen geschlafen. Es ist sehr schwer, gerade im Moment, hier die Balance zu halten. Und jetzt gibt es einmal einen Konter. Siebenhandel muss da raus und kommt auch raus. Super gemacht. Ja. Wir waren gestern kein Sturm, wir waren eher laues Lüfterl. Und das, ja, ist sehr ärgerlich. Wie gesagt, schreibt eure Meinung in den Kanal. Würde mich freuen. Konstruktive Kritik natürlich. Jeder willkommen mit seiner Kritik. Oh, Scheiße. Und der einzige Blickpunkt war natürlich Eze, der überhaupt viel zu spät ins Spiel gekommen ist. Vor allem Jakob Janscher, keine Ahnung, warum der aufgestellt wird, obwohl der wenig Spielpraxis hat, verstehe ich nicht. Ja, wie gesagt, Eze war dann wirklich ein Lichtpunkt. Ah, das war wieder Fehler. Topras am schnellsten. Kadiri aber daneben. Und Topras hat sich verletzt. Naja, man darf nicht vergessen, übrigens, dass Rapid und die Austria auch gerade nicht so gut spielen. Und wir mehr Punkte haben. Und ja, vielleicht muss sich das Team erst einspielen. Wobei es ist ja eingespieltes Team. Vielleicht liegt es am Trainer wirklich. Schön und. Das muss die Führung sein zum Ausbauen, aber nein, wird nichts. Die Altacher vergessen hier nicht aufs unsrige Spiel. So. Wieder Sturm Graz am Ball. Schöner Pass. Aber da kommt er nicht durch. Kommt er zweites Mal nicht durch. Jetzt stellen sie sich wirklich hinten rein. Jetzt muss einmal ein Schuss fallen. Und das ist Eze Ekwe-Freite! Oder was, Bolingoli? Sie haben die gleiche Frisur. Nein, es war Eze Ekwe-Freite. Eze Ekwe-Freite. Freitag. Da wird es so genäht, das war gar kein Problem. Aber habe ich dort geschossen. Nichts problematisch. Schöne Tor. Nichts Problem. Zack, drin ist das Ding. 2 zu 0. Eze. Ekwe Frede. Emeka Etze Frede. Ekwe, ich weiß nicht, warum ich Ekwe sage. Hast ja Emeka, Emeka, Emeke, Emeke. So, schönes Tor von Emeke Etze Frede. Ui, sehr schön. War aber faul. Und es gibt Freistoß für Altach. Ah, sehr schade. Ah, nix, wieder nix. Sehr schön. Und das war auch nix. Sehr scheiße. Aber die ersten 45 Minuten sind nochmal vorbei. Und wie schon gegen Mattersburg, ja. Wie schon gegen Mattersburg war Sturm einfach irgendwie unkonsequent. Viele Fehlpässe, vielleicht eine einzige Torchance und ziemlich langweilig das Spiel. Und wer sehe ja da nicht viel dann außer einen kleinen Angriff durch diesen Agimero. Ohne den wäre es wohl 0 zu 0 rausgegangen. Absetzen wir noch nicht ein. Da warten wir noch ein bisschen. In diesem Sinne geht es weiter in die zweiten 45 Minuten. Und ja, Man of Musik, dich lasse ich recht herzlich grüßen. Du wartest nämlich schon ungeduldig auf die Sturm-Let's Plays. Natürlich würde ich auch feiern, wenn du andere Videos von mir auch kommentieren würdest und nicht nur die Let's Plays anschauen würdest, sondern zum Beispiel die Barmer-Videos. Achtung, Achtung, Achtung,
Die Bama-Videos. Eieiei. So schlecht. Und Sturm ist wirklich ein Herzensverein. Ja. Wie zu Sturm-Fan geworden bin, hört sich ein bisschen komisch an. Ich habe mit Fußball das erste Mal mit 7 Jahren Kontakt gehabt. War einen Tag durch meinen Nachbarn Rapid-Fan, da habe ich das erste Mal gehört, dass Fußball gibt. Hab vorher selber Fußball gespielt, aber habe noch nie was von Vereinen gehört. Hat mich nämlich nicht relativ interessiert. Und dann bin ich Rapid-Fan geworden. Und das war nur 24 Stunden später, hat mein Vater mit meinen Chef gebeten, er soll ihm ja Sturm-News mitnehmen. Und ja, Sturm war zu der Zeit richtig drauf und dran. Das war in einem Frühjahr 96. Und ein Jahr später sind wir ja Meister geworden. Und dadurch bin ich Sturmfan geworden, gleich am nächsten Tag. Und seitdem immer Sturmfan. Mein Nachbar hat mich dazu verleitet gehabt. Dadurch war es dann Hassliebe, wenn Rapid gegen Sturm gespielt hat. Weil er war Rapid-Fan und ich Sturm-Fan. Und in meiner Familie gibt es auch sehr viele, wow, sehr viele Rapid-Fans. Nur leider bin ich kein Rapid-Fan für meine Familie, sondern ein Sturm-Fan. Und das ist mir aber Plunzen. Plunzen heißt egal. Ja, als nächstes werde ich mich vielleicht Sturm Graz tätowieren lassen. Echte Liebe, echte Dings. Ich bin ja auch durch diese scheiß Zeit gegangen mit Sturm, wo es schlecht gespielt haben, wo Kartnick Scheiße gebaut hat, wo ja, wo wir auf dem 9. Platz Gott sei Dank irgendwie gelandet sind. Ich habe gefiebert, dass wir nicht absteigen. So, und jetzt setzt hier auch Alltag ein bisschen mehr in Angriff. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Sturmfans geworden seid, falls ihr Sturmfans seid. Und wenn ihr nicht Sturmfans seid, uah, jetzt reicht's aber. Jetzt geht der Ball da raus. Das ist ein typisches Sturmspiel. Achtung. Man sieht's. Da wurde gebettelt und schon ist das 2 zu 1 gefallen. Und ja, es ist ein typisches Sturmspiel. Man kann in der Verteidigung keinen Ball rausbringen. Also, Mega Freddy war der einzige Lichtblick. Sehr schön. Was der Schul erledigt. Ah, jebemti. Das gibt's ja gar nicht. Jo. Achtung, Alltag ist wieder da und die komplette Innenverteidigung ist saumiert. Weiß nicht, mach was dagegen. Schau, er kriegt trotzdem den Ball und das ist die Stange. Wahnsinn, wie spannend jetzt das Spiel wird. Aus dem Nichts wird der Gegner stärker gemacht. Und Alter, der berührt jeden Ball draußen. Geh mal. Jetzt strengt sich wieder mal an. Es wird Zeit. Schön. Sure. Ändert die Richtung, aber da kommt der Ball gar nicht mehr an. KV, alles klar. So. Schneller spielen. Ist die Devise, warum man den zurückspielt, verstehe ich jetzt auch nicht. Ich wollte nach vorn spielen zum Etze. Sehr schade. Wie da wieder die Chancenverwertung ist. Es ist ziemlich bitter hier jetzt wahrscheinlich einen Ausgleich zu kassieren. Und die Verteidigung ist auch ziemlich schlecht dran jetzt. Aber es macht nichts. Ach komm. Was ist mit dir los? Hast du gesoffen? Letzte Nacht? Beim Trainingslager nur gelacht? So. Siebenhandel. Siebenhandel. Ein Horror, wie jetzt gespielt wird, trotz der Führung, wie in Panik verfallen, spielt da nur mehr Alltag. Und da ist es. Fast gefallen. Dieses Tor, 78 Minuten gespielt. Polingoli, sehr schön. Diaz. Wieder sehr schön. Etze macht alles wieder richtig, aber wird da ordentlich angeschupft. Oh, kämpft sich sehr schön den Ball wieder. Das wäre ein schönes Zusammenspiel gewesen. Aber ich glaube, er muss ein bisschen früher wechseln. Die komplette Mannschaft ist armiert.
Valentino Müller, der Ex-Altacher, Vincent Till. Und vorn kommt dann unser Fiete Ab rein, der eigentlich Startaufstellung verdient hätte. Puh. Da ist Koch. Koch. Wollte gerade sagen, schöne Flanke, aber es gibt's nichts da. Ja, genau, der Gegner total stark. Ich weiß nicht, wie der da durchkommt, aber er kommt durch. Achtung. Sehr, sehr bitter hier jetzt, wenn wir den Ausgleich kassieren. Aber Altach kämpft darum. Was war jetzt los? Hä? Warum gibt es da Freistoß? Kann mir das einer erklären? Sehr schön gemacht. Und gibt es jetzt Einwurf wahrscheinlich für Altach hier? Ja, richtig. Ja, da kommt der Ball noch einmal rein. Aber gut erkämpft. Gut erkämpft. Röcher. Wieder nichts. Aha. Da kann man gar nichts mehr dagegen tun. Vielleicht umstellen auf Pressing. Koch, der einzige Lichtblick wieder mal. Sehr kämpferisch und mit viel Glück ist der Alltag immer wieder dran. Schön. Ha, da wollte er dann austricksen. Okay, alles klar. Kommt man nicht dran. Und trotzdem gibt es da sehr schöne Ware. Sehr schön. Da ist wieder die Außenbahn tätig. Ah, kriegt am Ball nicht rein. Sehr schade. 92 Minuten gespielt und was für ein Horrorspiel. Eigentlich eine schlechte Partie, aber 2 zu 1 gewonnen. Und damit setzen wir uns in der Liga ab. Und Punkte sind Punkte, würde man sagen. Und jetzt ist die Champions League dran. Als nächstes mit Schalke 04. Hut ab, die Knappen sind da. Nationaltrainer auf Pforte wegen meiner Einsatzzeiten. Ja, du wirst sicherlich Einsatzzeiten bekommen, Freund der Berge. Jetzt gehen wir noch ein bisschen schnell trainieren. Bowling-Goli. Bowling-Goli. Lemma. Kriegt wieder Stärke. Ah, gewinnt wieder Stärke. So. Das heißt, Schalke 04 spielen wir zu Hause. Pressekonferenz. Ja, und in diesem Sinne, Shot, Shot, Shot. Schönes 2 zu 1. Erfolgserlebnis im Spiel wenigstens. Und ich hoffe echt, dass Sturm Punkte macht bald. Sonst werde ich traurig und schieße einen Vogel ab. In diesem Sinne, schnelles, kurzes High, schnelles Baller. Na, Spaß beiseite. Kurzes Kernel, schnelles Mediziner in diesem Sinne. Tschüss, Servus, Baba und grüß euch.